Aber wo ist jetzt hier das Zeug, was wir von dem einen Typen hatten? Ich würde das gern zurückgeben. Pokémon tauschen. Einfach mal schauen. Weit entfernte Spieler. Wird deine Konsole während der Abwicklung eines Tausches ausgeschaltet oder kommt es zu einem Verbindungsfehler, kannst du für kurze Zeit keine Pokémon mehr tauschen. Überprüfe, ja. Gib ein Verbindungspasswort ein. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es wird nach einem Tauschpartner für einen Linktausch gesucht. Ein Tauschpartner wurde gefunden. Du wurdest mit Lovely verbunden. Okay. Tauschpartner Lovely. Das sind meine hier, ne? Genau. Und wo sehe ich jetzt, was die macht? Zirpurze. Wie wäre es mit so einem Driftlon hier? Die hat doch. Kleinstein, die hat doch bestimmt Bock auf einen Kleinstein. Level 10. Ja, komm, die kriegt das hier. Zum Tausch anbieten. Tarali. Ja, komm, wahrscheinlich würden wir ihr damit helfen. Was soll's? Sind wir mal so gütig. Du gibst Kleinstein in die Obhut von Lovely. Tschüssing. Oh, wie eine Rakete dampft es ab. Nicht, dass wir mit dem Staralili irgendwas anfangen könnten, aber sie freut sich bestimmt. Hoffen wir mal, dass sie sich freut. Ja, ein Staralili Level 3. Das wollte ich schon immer mal haben. Danke. Kümmere dich gut drum. Nee, das wird direkt geschlachtet und zu Nuggets verarbeitet. Plus Übersicht. Kann ich auch ihre sehen? Nee, ich glaube nicht. Beenden B. Jo. Tschüss, viel Spaß noch. Sarah Lili. Ach so. Das zählt auch direkt als gefangen, das ist ja praktisch. Versuchen wir es nochmal. Dann muss man dafür nicht so viele Pokebälle rausballern. Bindung zum Spielpartner unterbrochen. Ein letzter Versuch noch. Du wirst mit Wurstgulasch verbunden. Keine Ahnung. Oh, der ist aber schon weit. Oh, ich hätte gerne Enton. Level 39, Halleluja. Nebulak. Das ist voll der Spoiler, was der Typ alles dabei hat. Und wir schmeißen ihm das einfach mal in den Kopf. Haben wir auf einmal einen Level 25er Parasekt dabei?
der denkt sich bestimmt, ja, dann bin ich das viel losgeworden. Wenn wir einen Parasek haben. Ah, cool. Wurstgulasch hat dir Buchstabensuppe geschickt. Okay, Kleinstein. Jo, warum nicht? Ein 30er Charmian. Ein Kätzchen. Wie der Pokéball immer abgeht. Was ist denn das für ein komischer Spongenschwanz? Okay. Ja, ich hätte jetzt auch gerne gar nicht mehr weitertauschen wollen, um ehrlich zu sein. War aber witzig. Parasek. So, wir gehen direkt mal zur Weide. Ach so, wir können jetzt bestimmt auch hier bauern, oder? Wie kommt man jetzt dahin? Sind wir schon da? Nee, ne? Da war das Feld. So, wie geht's, wie steht's? Habt ihr irgendwie was züchten können? Ja, du mit deinem Acker, mach dich vom Acker, Macker. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Wir haben die Ernte eingeholt. Die Erträge sind so ausgefallen, wie wir uns erst uns erhofft haben. Hier für dich. 31 Aprikokos, das ist aber schick. 13 löcherige Aprikokos. Willst du wieder was anbauen? Aber sowas von. Ja, mehr davon. Hand drauf. Ja, überlassen wir dir, okay. So, die Farm. Weide. Also versteht mich nicht falsch, ich will die Pokémon jetzt nicht mitnehmen, die sind einfach ein bisschen drüber. Wir lassen uns doch nicht von anderen hier durch das Spiel carryen. Ich frage mich nur, ob man vielleicht von den Pokémon irgendwie wieder was freilassen muss oder ob wir nochmal vielleicht andere Pokémon wechseln sollen. Gucken. Staravia, Shinux. Ich glaube, Papinella können wir ablegen. So. Die hat schon die letzte Entwicklungsform erreicht. Was ist denn hier das für ein Freak? Eva-Trutz. Übersicht, wenn Y, nein. Viele bewegen. Standard, einfach, viele bewegen. Einfach. Ach ja. Das finde ich gut. So gefällt mir das. Und das Geistflug. Konfusion, Hypnose, Erstauner. Was? Wo sieht man jetzt gleich das Level? Muss man doch auch irgendwo sehen. Ach, da oben. Level 8, Level 9. Genau, Abra. Ich hätte gerne Abra dabei. 12, ey. Also, ich wollte nicht sagen Level 12, ey, abfällig, sondern ich wollte sagen Teleporter, ey. Kann einfach nur Teleport. So, Kleinstein wäre auch interessant, irgendwie. Und vor allem Zubat, ich hätte gerne einen X-Bad. Das müssen wir einbauen. Ich glaube, wir schmeißen dafür Ponita weg. So, welches? Level haben die? Level 7? Level 10? Windstoßhypnose? Windstoßhypnose. Dann nehmen wir das Level 7 damit. Ganz einfach deshalb, es kann mehr Zuneigungspunkte aufbauen. In der gleichen Zeit. Also im gleichen Levelbereich, ihr wisst schon. Und entwickelt sich so quasi schneller zu X-Bad.
Okay. Ja, ich denke, damit bin ich soweit erstmal zufrieden. Das heißt, Zubat und Abra. Können wir noch das Team Puck irgendwie tauschen? Bewegen. Ja, sehr schön. Genauso möchte ich das. Bewegen. Y. Da. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Ich glaube, Abra ist der schwierigste Fall, weil er nur Teleport kann. Aber wir könnten noch mal hier zu dieser Kampflespe. Wie heißt die noch gleich? Die Attacken beibringt. Vielleicht kann sie Abra ja irgendwas beibringen. Dann wäre er nicht nutzlos. Das wäre doch spitze. Hallo, liebes Fräulein. Wie die einfach über den Kopf größer ist als wir. Ah, der Junge vom Forschungsdödeltrupp. Wie kann ich helfen? Attacken beibringen. Ich hätte gern da, Abra, auswählen. Mal schauen. Zuschauer, ja genau. Sternschauer. Triplett. Oh cool, Triplette. Kategorie. Da gibt es scheinbar dann doch die Differenz zwischen physisch und speziell. Okay. Und Triplette ist, glaube ich, eine spezielle. So wie Sternschauer auch. Wir gehen nochmal kurz zurück. Zubat. Auswählen. So, Kategorie. Genau, das Ding heißt dann wohl physisch. Eroas wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sinnvoll. Beibringen. Ja. Sehr schön. Ja, Unheilböen wäre zwar lustig, aber wir können uns Zubat noch mal kurz anschauen. Der hat, meine ich, kaum Spezialangriff. Genau, der hat einen vernünftigen. Also, was heißt vernünftig? Ja. Zubat ist sowieso nicht stark, aber er hat halt einen höheren Angriff als Spezialangriff. Weil so viel nimmt sich das gerade gar nicht mehr. Komm, dann können. Erstmal Abra. Angriff hat er gar nicht, aber dafür einen hohen Spezialangriff. Auswählen. So, also das ist beide speziell. Dann nehmen wir natürlich Triplette. Stärke 80, das finde ich gut. Ja. Dann ist Abra jetzt auch nicht mehr nutzlos. Kannst du was Neues? Nö. Ich meine, er wäre vielseitiger mit den Unheilböen, aber selbst. Wir sparen erstmal unsere Pfennig. Und stimmt, wir haben den Modekram, das heißt, wir könnten uns nochmal umziehen. Das machen wir auch noch schnell. Was war unser Haus? Das hier? Nee, das da. Oder? Moment. Wir sollten immer da reingehen und kamen von hier. Das heißt, das hier muss unser Haus sein. Da? Untersuchen, genau hier. Das Zimmer warm zu halten, ja. Gar nicht. Umziehen, so. Fluchfuchsmaske. Ja. Oder auch nicht. Das ist ja noch hässlicher. Extravagantes Oberteil. Oh Gott. Nein. Extravagante Hose. Die Hose geht, aber das Oberteil geht gar nicht. Forschungsuniform. Forschungsschuhe, Sandalen. Sandalen sind noch dran. Und das ist das, okay. Ja, schade. Wir brauchen noch ein Oberteil. Ich meine, eigentlich sieht es nicht aus wie ein Einteiler. Könnte man doch nur das Oberteil behalten und die Hose ersehen. Na egal. Untersuchen. Lagerkiste, okay, gibt es hier also auch. Ist das auch eine Werkbank? Tipps für Mitglieder. Denkt immer dran, ja, speichern. Trinkwasser, genau.
gut, mehr gibt es hier jetzt auch nicht. Dann speichern wir vielleicht noch mal drüber. Und düsen wieder ab. Oh, hier, Nebenquest. Auf die Karte schauen. Ist das die einzige? Was ist das denn? Achso, die Weide. Dann gehen wir hier rein. Komm. Ob es ein Limit gibt, wie viele Nebenmissionen man gleichzeitig haben kann? Nachher ist es nur die gleiche. Es sind Nebenmissionen verfügbar. Subats Augen. Cosima vom Sicherheitstrupp bat uns um Hilfe, hat uns um Hilfe. Ich glaube, es geht um Subat. Hör dir ihr Anliegen angehen und geh der Sache auf den Grund. Da aktivieren wir mal den Wegweiser. Keine Ahnung. Frechen Bidizar. Mal gibt es eine Bande von drei frechen Bidizar, die in Jubeldorf Unruhe stiften. Sprich mit Tsumugi vom Sicherheitstrupp. Okay. Spielgefährte Driftler. Anscheinend haben einige Leute im Dorf einen Driftler mit einem Kind spielen sehen. Sprich mit Kimbra vom Sicherheitstrupp. Okay. Sieht man das jetzt alles auf der Karte? Subats Augen. Aber nur weil es Wegweiser ist. Neue Nebenmission. Scheinbar doch nicht alles da. Geht aber nicht. Ach, hier oben ist auch noch eine. Man kann also nicht alle am schwarzen Brett annehmen. Ich verstehe. Das ist zwar schade, aber es wäre sonst wahrscheinlich auch zu einfach. Yolanda. Ah, du kommst wie gerufen. Ich suche einen Stein für meinen Einwecktopf. Würdest du mir dabei helfen? Er sollte auf den Topf passen und so schwer sein, dass mein Gemüse nicht heraustreibt. Allerdings werde ich so einen schweren Stein kaum alleine heben können. Daher sollte er sich am besten von allein bewegen. Ich glaube, so ein Kleinstein wäre optimal. Angeblich leben welche bei der Geweihanhöhe. Fang doch bitte eins und bring es mir, ja? Ich warte zu Hause auf dich. Das kriegen wir hin. Wir haben ja schon eins. Gibt es hier noch mehr? Nee. Bringen wir also einen Kleinstein weg. Aber erstmal kurz zu Bats Augen. Wir haben ja schon den Wegweiser gesetzt. Weil Abra jetzt auch Triplette kann, gehen wir auch zu Bart. Kommen wir da durch? Nee, das wäre zu schön. Das wäre zu schön. Hier aber. So, du da. Hallo, ich bin Cosima vom Sicherheitstrupp. Wenn du ein Zubat fängst, würdest du es mir bitte zeigen? Zubat können im Dunkeln problemlos umherfliegen. Ich hätte auch, hätte ich auch so gute Augen, würde mir das die Nachtwache ganz schön erleichtern. Ja, das Problem ist, die gucken nicht mit dem Augen, sondern mit dem Sonarfliegen. Orientieren die sich. Deswegen möchte ich gerne einen Zubat sehen, um mir eventuell was von ihm abzuschauen. Guck mal, wir haben eins. Man kann die auch direkt von der Weide aus zeigen. Das ist ja perfekt. Wollen wir doch mal sehen, was mit Zubats Augen auf sich hat. Ja, gar nichts. Es hat nicht mal Augen. Was? Wo sind denn seine Augen? Wo? Es hat überhaupt keine Augen. Heißt es, es fliegt derart frei und ungehindert herum, obwohl es gar nicht sieht? Jo, das heißt es. Dann beherrscht Zubat wohl eine geheime Technik, die bei der Augen irrelevant sind. Hm, dann kann ich von Zubat ja überhaupt nichts lernen. Was soll ich denn jetzt nur tun, damit mir die Nachtwache leichter fällt? Pack eine Sonnenbrille. Freunde dich mit ihm an. Lass dir von ihm helfen. Ja, komm, lass dir von ihm helfen. Aber natürlich, ich muss die Wache ja nicht unbedingt alleine antreten. Danke. Dann begebe ich mich jetzt auf die Suche nach einem Zubat, das mir bei der Arbeit hilft. Oder ich schenke dir einfach unseres. Na gut.
Offensivvitamine. Was auch immer das sein soll. Okay, damit hätten wir das erledigt. Ist das die nächste Nebenquest? Ne, das ist die Hauptquest. ZR. Obsidiangrasland. Ach so, das sind die verschiedenen Gebiete. Ich verstehe. Ja, wie kommt man ins Questmenü? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier, verlorene Items von Minao. So, wie geben wir die jetzt ab?